Ahnungslose bringen die Türglocke zum Klingeln, weil sie einen An- und Verkaufsladen vermuten. Kenner hingegen, weil sie die Frisierkünste schätzen. Denn Erwin Anthofer ist der Meister des Herrenschnitts. Vor 8 Jahren verliebte sich der Oberbayer in den Laden mit dem antiken Mobiliar. Ein Jahr später wurde er zum stolzen Besitzer. Seither wächst nicht nur die extravagante Dekoration, sondern auch der Stammkundenkreis, vor allem der männliche. Färben, Dauerwelle, sowas kommt überhaupt nicht in Frage, weil das dauert zu lange. Ne, jetzt, ich mache ohne Anmeldung, also bei mir ist die Parole rein und ran. Und wenn ich jetzt eine Dauerwelle habe und muss da erst eine Dreiviertelstunde wickeln und machen und jetzt kommen dann auf einmal 3 Kunden rein, die rennen da wieder raus. Also lieber mal 3 Kunden, als wir eine Dauerwelle oder so färben. Ja? Also gar nicht. Von Anfang an mit dabei Emil. Ohne den traurigen Boxer läuft bei Anthofer gar nichts. Auch seinetwegen sind Altstars wie Gitarrist Krüger von der Neue Deutsche Welle Band ideal Stammkunden. Infrisuren aus den 70ern und Mickey-Maus-Hefte aus den 50ern. Retro-Lektüre macht das Warten zum Vergnügen. Mit altbewährten Schmiermitteln und betagten Schermaschinen rückt der Bayer wildem Wuchs auf den Leib. Es ist sehr selten zu finden, dass jemand noch einen schönen Herrenhaarschnitt machen kann. Mit dem Übergang, das können die meisten ja gar nicht mehr. Noch dazu liebe ich auch das Ambiente, das ist das Allerschönste. Sieht fast aus wie bei mir zu Hause. Natürlich aus anderer Gattung, aber ich bin ja nun kein Friseur, aber ich würde sagen, das gefällt mir sehr gut hier. Und Erwin ist ein Spitzentyp. Seine Schätze findet Anthofer vor allem auf Flohmärkten. Nippes aus den 50er und 60er Jahren, Hauptsache bunt und nicht teurer als 25 Mark. Mit dem An- und Verkauf seiner Kuriositätensammlung könnte der Meisterfriseur eigentlich ein Zweitbusiness aufziehen. Aber das Geschäft mit den Haaren bleibt für ihn das Wichtigste. Dass sich auf der Kurfürstenstraße vor allem das Rotlichtmilieu tummelt, stört Anthofer nicht. Die Lage ist ja hier sehr gut und die nutzen das auch alles sehr gut, weil da fahren ja viele Männer lang, ja, und gucken und das sehen sie dann, wenn sie mal die andere Richtung schauen und nicht gerade nach den Weiber, dass sie hier den Friseurladen sehen. Und dann sagen sie, oh, da kann die auch mal reingehen oder so. Ne? Also das ist schon ganz gut, dass das hier so ist. Also ich habe da nichts dagegen. Ja? Besser wie so eine tote Ecke irgendwo. Wenn auch Sie mal bei Anthofer und das Messer wollen, keine Eile, denn er will der älteste Friseur Deutschlands werden und macht weiter, bis er 95 ist.